Moin Moin! Weiter geht's mit Pokémon Kristall, Pokémon Liga Part 2. Ja, ich habe nur ganz kurz Piana nach vorne gepackt. Piana. Hab ich doch gesagt. Du hast Piana gesagt. Oh, ja, okay. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Sushi? Du wirst dich unserer unbedingten Kraft beugen müssen. Hat er irgendwelche Probleme? Ja, natürlich hat er Probleme. Was anderes, was kann es sonst sein? Ich möchte kämpfen. Gut, dass es ein Kampf ist. Sie strahlt tot. Sollte eigentlich im Normalfall sein. Auch mit dem Level her, ja. Na, dieses eine Level da, und das haben wir auch gleich tot. Na, noch nicht ganz. Nicht ganz. Mist. Ich würde es auswechseln. Trifft okay, nämlich doch nicht. Doch nicht, okay. Das Ding, ich hätte X-Bad genommen, dann hättest du gar keinen Schaden gekriegt, jetzt Sternschauer. Ich dachte eigentlich, das trifft, aber bei Fliegen trifft es aber auf jeden Fall. Und dann haben sie es abgeändert. Ja, weil eigentlich war es auch so ein Stadium, meine ich. Jetzt würde ich auswechseln. Natürlich im Pegatron. Ja, natürlich, wen sonst. Ja, Papunga kann keine Pflanzenattacken, oder? Konnte das nicht Gigasauger oder so? Nein, es konnte, ich weiß gar nicht, was konnte es. Du kannst ja kurz nachgucken, ohne es auszuwechseln. Das funktioniert. Mhm. Nein. Egelsam. Aber Egelsam zählt nicht als sehr effektiv. Also Surfer, weg damit. Bye bye, Onyx. Doppelschwäche, tot. Und ein Level up. Nein. Doch. Leck mich doch am Arsch. Noch Schaden. Ja, Psyana rein. Irgendwie schaffen wir die ganze Liga momentan mit 3 Pokémon. Ja gut, einmal Tempo haben wir ja auch geht, Dings eingesetzt, ne? Ist ja egal, ist ja nicht effektiv. Aber schnell. Na und? Bringt ihm auch nicht viel, wenn er so gut wie tot ist. Ja, Sternschauer erstmal. Nochmal Tempo-Hieb. Ah, egal, was du eingesetzt hättest, der wäre sowieso vorher dran. Ja, deswegen. Dort. Jetzt aber ein Level up. Ja. Gut so. Jetzt kommt die. Ah ne, erstmal Psycho Plus. Keine Ahnung, wie Psycho Plus ist. Ah. Wie oft kann man auch nicht nachgucken? Also ich das weiß. Das ist das nicht. Problem. Ey, ganz ehrlich, scheiß auf Psycho Plus. Ja. Ach, ich voll Idiot. Drück kann jetzt passieren. Nicht so schnell. Nein, ich drück doch schon die ganze Zeit B. Mach oh mein. Ich würde X-Bad nehmen, damit Psyana für den Fall der Fälle. Na gut. Weil nicht, dass es drauf geht. Ja, fliegen, ne? Fliegt empor. Ja, stimmt, der konnte Steinhagel. Das ist natürlich dann nicht so gut. Das Level ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen höher wieder. Tot. Hoffentlich nicht. Na komm schon. Na komm schon. Ah, ja, er lebt. Und er müsste schneller dran kommen eigentlich. Flügelschlag oder? Fliegen nochmal lieber. Steinhagel. Weil Flügelschlag wäre ich mir jetzt nicht so sicher und Fliegen hat er gut abgezogen. Ja, also auch wieder wahr. Und sonst hinterher hätte er noch überlebt oder wäre wieder in Top-Genesung gekommen oder so ein Scheiß. Das brauchen wir nicht. Auch kein Level. Kickle. Ja, kannst du aussuchen. Wobei X-Bad den Vorteil gehabt hätte, hätte er Fliegen eingesetzt und er hätte irgend so einen Turmkick oder so, glaube ich, genommen. Mhm. Dann hätte er sich ja selbst Schaden zugefügt. Das stimmt natürlich. Psi-Strahl. Aber vielleicht ist es auch weg. Beide gleiche Level, effektive Attacke und ja, noch nicht ganz. Naja, das ist aber blöd. Ach. Ha. Wir sind verwirrt, okay, das ist natürlich doof. Nimm X-Bad. Er kann ja nichts groß, was ihn eigentlich. Wenn jetzt kein. Ja, Flügelschlag. Sind ja schneller. Ja, deswegen, und ein Level man sollte davon ausgehen, dass X-Bad schneller ist. Nicht unbedingt. Kickle ist ein Kampf-Pokémon. Natürlich kein Level up. Irgendein Deppert da draußen, voll Musik auf. Warum? Wie konnte ich verlieren? Das war nicht ganz wenig Geld. Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Erstmal wieder heilen und so. Das ich sag mal so, selbst wenn wir jetzt verkacken, dürfen wir einigermaßen Geld haben, um zumindest noch ein paar Items wieder aufzufrischen, oder? Ja, ich lasse Psyana erstmal vorne. Ja, wir sehen, ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Kam jetzt nicht Siegfried? Oder war Siegfried hier der Champ? Ja doch, eigentlich ist er der Champ. Das ist Agathe wieder, ne? Stimmt. Warte, gucken wir mal, was haben wir denn noch für Pokémon?
Ja, gut, wir haben ja kein Normal oder so. Also, ja, ja, Psyana ist, denke ich, ganz gut. Es kann doch Spukball. Mhm. Ich bin Melanie. Ach, da war es die. Nummer 4 der Top 4. Ist doch fast dasselbe. Du hast Sushi, oder? Ich sehe Pokémon Typ Unlicht. Ach, so. Unlicht war's. Ja, das ist natürlich kacke mit Psyana vorne, ne? Ah, Unlicht hat auch eigentlich keine richtige Schwäche, ne? Ich weiß gar nicht, was hatte das für... Ja, nix eigentlich. Aber ganz ehrlich, dann nimm einfach Impagator rein. Na, machen wir dann. Ich wusste aber gar nicht, dass es die überhaupt gab. Ja, ich hab die auch vergessen. Ich dachte jetzt im ersten Moment wieder so Geist. Weil Psyana ist natürlich absoluter Fail. Dann. Ja, dann natürlich. Du kannst auch X-Bad probieren, aber... Na, ich nehme Impagator erstmal. Wobei, er wäre schneller gewesen dann, ne? Jetzt sowieso... Nimm X-Bad. Das würde ich nicht eingehen mit diesem scheiß Konfus-Kram. Genauigkeit gesund. Sternschauer. Erstmal gucken, wie viel die überhaupt so... Ja, es hält viel aus. Mhm. Ah, Sandwirbel, scheiße. Nimm wieder Impagator rein. Sieh dann weg. Ja, aber das musst du halt so ein bisschen machen, ey. Sonst triffst du ja nicht. Am besten Eis. Cool. Einfach probieren einmal. Zwar trifft sich selbst. Na. Jetzt Genauigkeit wieder gesunken. Fliegen? Ja, ich probier's einfach. Zumindest haben wir, hat er uns nicht getroffen. Und wir haben ihn getroffen. Und allzu wenig zieht's? Naja, doch. Es hält viel aus. Egal, wieder auswechseln. Scheiß drauf. Wenn es nur Konfusstrahl einsetzt, irgendwann treffen wir ja mal, ne? Früher oder später sollten wir zumindest, ja. Also von daher... Ja, weil es kann nichts. Es hat nichts, das effektiv ist und deswegen macht es das wahrscheinlich. Es hat aber schon ein bisschen abgezogen. Aber auch nicht so viel. Frier ein, passiert so selten. Das hat voll wenig abgezogen. Dann nimm Erdbeben. Das hat auch noch ein bisschen mehr abgezogen. Alter. Surfer einmal probieren, weil Surfer trifft manchmal noch eher, denke ich. Nein. Nee, ging daneben. Toll. Aber tot. Und Level up. Das war schon eins der schwierigeren, was sie hatte, glaube ich. Ja, so viele Unlicht-Pokémon gibt's ja nicht. Und wenn sie mit Kramux kommt oder Sneebel, Panzer-Eron? Ja, reicht auch gerade gut, okay. Nicht Panzer-Eron, Mogelbaum meinte ich. Ja, Giflor. X-Bad. Das Schlimmste, was es machen kann, ist paralysieren oder schlafen. Fliegen direkt. Erstmal trifft es nicht. Stachelspore. Hat auch keine Wirkung gezeigt, das ist schon mal gut. Ja, weil fliegen natürlich. Nee, keine Wirkung. Nicht getroffen, keine Wirkung. Siehst du? Flügelschlag müsste jetzt reichen eigentlich. Und weg. Gut. Giflor, hallo? Giflor ist gar kein Unlicht-Pokémon. Auch wenn es vielleicht von der Farbe so aussieht, aber... Ja gut. Gengar. Ist auch kein Unlicht. Wobei, er kann auch Biss. Ja, wenn er Biss kann, dann lass ihn drin. Konnte er Biss? Ich meine ja, das hatten wir im vorigen Part auch angesprochen. Ja. Ja, kannst. Ja, soll er machen, ist mir egal, ganz ehrlich. Dafür ist er jetzt gleich tot. Mampf. Weg klar. Ist es. Deswegen Fluch, wenn die Gegner das einsetzen, meistens ist es für den Arsch. Das ist auch. Kramrux. Ich würde jetzt Mogelbaum nehmen. Stimmt, Donnerschlag. Ja. Und was kann Kramrux schon großartig? Es kann ja keine Wasserattacke oder Pflanzenattacke. Aber so viel Unlicht hat die irgendwie nicht. Deswegen sag ich ja, Nachtara war schon das Härteste eigentlich. Ja, es hat natürlich ein bisschen abgezogen, ne? Weil es ja neutral auch ist. Vielleicht paralysiert? Nein, natürlich nicht. Hey, aber wir sind nochmal dran gekommen. Wow. Egal, Ice Heap. Wer will nochmal? Wer? Noch nicht. Friss den Ice Heap und verrecke. Weg ist es. Tja, da hat der Wirbelwind auch nicht schlecht ausgesucht. Und Mogelbaum hat ein bisschen Erfahrung gekriegt. Ein bisschen ist gut, war wirklich noch ein bisschen. Ja. Und Hundemon, oh, passt ja optimal. Ja, aber es stimmt, Hundemon ist auch noch ziemlich hart gewesen. Ja, Surfer natürlich. Oder Erdbeben, wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja, schon. Wir schrecken zurück. Wir sind tot vielleicht fast. Ein Volltreffer wäre geil gewesen. Also, bringt nichts einzusetzen. Entweder du heilst oder du wechselst aus, aber auswechseln bringt auch nicht. Weil, wenn du jetzt was einsetzt, dann kommt das sowieso vorher dran. Stimmt. Machen wir es so einfach. Konntest du ja nicht wissen. Ups, falsch. Das ist aber sogar das Beste, was man hätte machen können. Warte mal. Geh mal auf Erdbeben.
Erdbeben hat aber nur 10, das heißt, er ist ein bisschen stärker, ne? Weil das, wenn du es weniger einsetzen kannst... Ja, aber Surfer ist noch effektiv. Erdbeben doch auch! Warum? Es ist doch Feuer! Boden, ach ja, schon Bodenball. Oh ja, natürlich ist Boden effektiv. Das vergesse ich immer. Oh. Eigentlich sollte es mehr abziehen, oder nicht? Ja. Ha, hat geklappt. Vergesst wirklich immer wieder, dass Boden effektiv gegen Feuer ist. Nein, ja, warum? Ja, weil... Nun, du bist gut. Das gefällt mir an einem Trainer. Steht auf uns, ganz klar. Mhm. Starke Pokémon, schwache Pokémon, das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ wartet. Wirklich herausragende Trainer gewinnen mit Pokémon, die sie von anderen in den Teams gesteckt bekommen. Meinst du, halt! Ich weiß. Oh, ich dachte, du läufst jetzt weiter. Ja, und ich würde auch die AP von zumindest Ice Heap nochmal und vielleicht auch vom Psy-Strahl nochmal ja, hoch. Mach ich auch. Den Pegato sollte auch einen Trank kriegen. Das ist eigentlich Verschwendung hier für X-Bud als Bam. X-Bud wird uns doch nicht hier helfen. Hast du nicht noch was anderes? So einen normalen Äther? Da oben ist so ein Äther. Drück nicht zu schnell. Ja, Ice Heap natürlich. Und ich würde für Psy-Strahl auch nochmal. Mhm. Und dann jetzt speichern. Wir kommen doch gut voran. Aber ich würde Impegato nach vorne nehmen. Achso, stimmt. Da war ja was. Aber ich weiß nicht, ob man Gyarados zuerst hat. Ah. Dann lass Psyana erstmal vorne. Okay. Ist ja neutral, wenn. Ja, wobei Gyarados kann auch Biss, glaube ich. Man hätte hier ohne Probleme noch selbst laufen können. Ja, wusste ich aber nicht mehr. Ich habe dich erwartet. Sushi. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind dir fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Eigentlich hat er uns ja eher herausgefordert in dem Sinne... Nee, wir sind gekommen. Macht er einen auf Batman? Ja, Gyarados kann nämlich ein Biss, aber glaube ich auch. Das wäre scheiße, aber mal probieren. Ganz ehrlich, ich würde Sandwirbel machen, so doof das auch klingt. Aber er kann weiß ich nicht, also... Jetzt würde ich es auswechseln. Impegato rein. Ne, der ist doch da. Weil, wenn es jetzt mit Wasser... ich dachte, es kommt mit Wasserattacken. Wir nehmen, Biss. Okay. Hätten die vielleicht da auch die AP nochmal? Okay, Biss bringt nicht viel. Einmal Erdbeben trifft nicht. Genau. Weil es ist ja also Ice Heap, aber das bringt ja auch nichts. Das bringt nichts, weil es ist ja kein Drache. Ja. Wobei doch, vielleicht funktioniert Ice Heap, es ist doch ein Flug auch. Stimmt. Einfach mal probieren, das weiß ich jetzt nämlich gerade gar nicht. Nein. Nein. Dann trotzdem mit Biss erstmal. Oder Surfer, weil er auch irgendwie tanzt. Guck mal, wie viel er macht einmal Surfer. Er hatte aber gar keine, hatte er Wasser eben? Er hätte Regentanz genutzt und der hätte Surfer auch benutzt. Ja, ich gebe dir mal einen Tipp. Hm? Hast du noch irgendwie so einen Top-Äther oder sowas? Ja. Ich weiß nicht, würde Surfer vielleicht nochmal auffrischen, ne? Na. Ja, versuch's erst nochmal. Gegen die anderen bringt das sowieso nicht viel. Okay, jetzt hat's nicht mehr so knapp gezogen. Das überleben wir. Gut. Das ist drinne. Ne, ich wollte es erst noch kurz heilen, weil es muss ich ja halt sowieso eine Runde ausruhen. Dann greif doch an und greif nochmal an. Warst du nicht zweimal schneller? Bis dann. Ja. Wobei, jetzt würde ich es vielleicht doch rein. Wenn es nochmal Hyperstrahl macht, bist du tot und der zieht nicht so viel ab. Wenn es jetzt nicht ein ominöser, mega super doller Volltreffer ist. Ha, kriegen wir nehmen. Ach, gut, dass wir Sandwirbel genommen haben. Falsch. Greife an. Bis. Ja, ja, ich habe einfach nur falsch drauf. Ja, das liegt daran, weil du immer so schnell drückst. Zurück und tot. Außer er hätte noch einen Top-Trank hingegeben oder sowas. Ja, das kommt erst immer beim letzten so hin. Nee, meistens. Manchmal auch nicht. Juhu, aber mit dem Level bringt er auch noch nichts. Noch nicht wirklich. Zwar schon ein bisschen mehr als vorher, aber Dragoran. Psyana. Hey, ich bin drin gelassen wegen Ice Heap. Okay, ja, dann mach das. Vielleicht friert er ja ein, wovon träume ich nachts. Ein Volltreffer, ein ominöser Volltreffer. Aber wir haben natürlich auch noch, dass die Eisattacken verstärkt sind durch das Item ewige Eis. Ne? Natürlich. Deswegen, so doch ist ein es Dragoran. Nicht. Ja, der hat doch jetzt nur Dragoran, Dragonir, Glurak, irgendwie sowas. Das kann sein. Oder Dragoran, Glurak.
Nochmal wird das aber bestimmt nichts und der macht bestimmt gleich einen Donner oder so einen Scheiß. Donnerwelle. Ja gut, Donnerwelle ist nicht so schlimm, aber er macht bestimmt jetzt... Egal, er greift nochmal an einfach. Überstrahl, wir bleiben noch am Leben. Vielleicht. Tun wir. Und er ist tot. Bis jetzt läuft's doch gut. Noch. Einen Überstrahl halten wir aus. Mhm. Na, das ist aber Level 50. Egal. Mach einfach einmal drauf, wir gucken ja. Zur Not hast du ja einen Top-Beleber. Genau. Ansonsten mach ich jetzt gleich ins... Ohohoho. Ich würde den Dings gleich nehmen. Top-Genesung. Genau. Und dann sind wir ja vielleicht wieder schneller dran, weiß ich nicht, wenn wir nicht mehr paralysiert sind. Also verdrück dich jetzt nicht. Dran. Dort, da unten. Gut. Ja, muss ich ja wieder aufladen. Ich weiß aber nicht, ob wir schneller sind. Ich hoffe es. Ja. Eigentlich dachte ich immer, so ein Dragoran ist schneller, ne? Sind die Flügel doch zu klein? Ja. Für den Rest. Das ist halt ein dicker, fetter Chibisuke. Chibisuke ist süßer. Das war schon sein Surfer und Reichter. No. Ice Heap. Nee, Ice Heap ist Doppelschwäche. Stimmt. Weil er Stein und Flug ist. Damit hast du quasi jetzt schon. Danach hat er, glaube ich, noch Glurak. Na dann. Wir haben immer noch genügend Kleber. Und Glurak ist keine Herausforderung, weil wir auch Surfer haben. Also mit Impergator kann man ihn ja recht einfach platthauen. Wenn es jetzt kein ominöser Volltreffer ist. Nö. Er ist tot. Und sollte. Selbst wenn er jetzt nicht, er hätte sich aufladen müssen und wäre auch tot gewesen. Nur noch ein Level up. Aber beim zweiten Mal sind die ja stärker, ne? Ja, das ist logisch. Und ein Glurak. Wir werden bestimmt noch einmal heilen müssen. Einmal würde ich angreifen. Das auf jeden Fall. Hallo? Ja, Glurak ist schon schnell, ne? Ich meine, Flammenwurf, hallo? Kannst du keinen Schlitzer oder Erdbeben oder sonst was? Nein. Jetzt würde ich ja immer heilen. Wahrscheinlich macht er dasselbe. Genau, Top-Trank, Top-Trank. Nimm Top-Gin, ja, oder Top-Trank da. Ging eigentlich recht gut, wir sind ja gut durchgekommen, wir hatten kaum Probleme. Nicht wirklich, Überstrahl. Na und? Und jetzt muss er sich aufladen und ist tot. Was hat er denn erwartet? Tot. Yay, wir sind Champ. Siegfried, du bist schlechter als deine Cousine. Er ist sogar schwächer als noch vor 3 Jahren. Da war härter irgendwie. Furienschlag. Ah, jetzt sehen wir das erste Mal, was für Techniken Pazzi rollen kann. Warum haben wir da nicht nachgeguckt? Egal. Ja, Agilität würde ich sogar vielleicht lassen. Ich weiß nicht, vielleicht. Der Furienschlag ist eh kacke eigentlich. Aber ja, gut. Naja, scheiß auf Furienschlag. Ja. Weil wir haben ja gesehen, wenn du so Agilität machst, ich meine, wenn er nicht mehr getroffen wird, warum nicht, ne? Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Probleme! Ja. Wow. Du bist sehr stark geworden, Sushi. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du warst zusammen mit deinen Pokémon, wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Oh nein, alles ist vorbei. Unsere Mutter hat einen Namen. Ist nicht unsere Mutter. Nein? Nein! Okay. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst. Das ist die, die mit ihm das Talk macht. Es ist schon lange her. So. Eigentlich müsst du ihn ja reden. Hallo Mama, ist so schnell. Ist der Abend aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Sushi! Ein Interview mit dem neuen Champ. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Sushi, kommst du mit mir? Ja. Ah, ich dürfte da rein. Moment! Wir haben das Interview fast vergessen! Das sollte doch gar keiner führen. Ich war schon lange nicht mehr hier. 3 Jahre. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute werden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für, und Vertrauen für sein Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Sushi, darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Nein, darfst du nicht. Eigentlich haben wir ja die Liga quasi nur mit 3 Pokémon durchgemacht. Ja, einmal mit Tiana. Jep, das hat auch richtig reingehauen. Oh ja, das war schon eine gute Wahl. Kam von uns selbst die Wahl. X-Bad hat uns auch gut geholfen. Das war ja von Risa mit und von mir so als Wahl. Impergator ist klar, Starter. Haben wir ja auch mit ausgewählt.
Du durftest noch nicht glänzen. Deine Zeit wird in Kanto kommen. Genau. War ja von Risa auch als Mal. Du, ganz ehrlich, du bist Müll. Sorry, Schutzgeist, warum wolltest du dieses Pokémon? Ja. Er hat sogar noch ein bisschen was gebracht. Aber ist auch eigentlich scheiße. Ja. Deswegen backt er auch noch mit den Hüften. Vielleicht hätten wir wirklich Und du bist am schlechtesten von allen. Ganz ehrlich, vielleicht sollten wir uns wirklich noch so ein Granbull zulegen. Also Snubbull und dann Dings, warum nicht? Ich finde, das geht eigentlich. Erstmal kommt jetzt die Credits. Ist das rot. Darf ich ganz ehrlich sagen? Okay, wir reden kurz über das Spiel und dann erlaube ich dir ausnahmsweise das mal vorzuspielen. Na, das gehört alles. Schon dazu, das muss komplett ablaufen. Was ich aber immer noch ein bisschen verstörend finde, ich habe im Kopf, dass Suicune in Azuria City wartet. Du kannst ja dann einfach nachgucken und das im nächsten Part erwähnen. Nee, aber ich habe das wirklich so noch. Das naja, vielleicht bringt es ja nur was durcheinander. Eigentlich findet man es ja nochmal auf dem Weg nach Kanto. Da trifft man es ja auch einmal. Ich finde es irgendwie ein bisschen dämlich, dass es quasi gesehen da einfach im Turm wartet. Das heißt, ganz ehrlich, ich muss es vorher gar nicht an diesen ganzen Stellen treffen. Mhm. Oder was? Doch. Sonst kann dieses Event nicht ausgelöst werden. Ja gut, aber ganz ehrlich, das ist trotzdem für mich keine Story. Wie gesagt, ich hatte mit jemandem eine Diskussion und der meinte, oh, Kristall ist so viel besser als Gold und Silber. Da hast du ja noch richtig die Story mit Suicune. Das ist doch keine Story, wenn ich mal nach A, B oder C laufe, Suicune kurz sehe, Äusel mich ein, zwei Mal herausfordert und dann ist es da. Na. Ein bisschen Story vielleicht von den drei Weisen, die uns da was erzählt haben, aber das, ganz ehrlich, dass das wirklich dann ein richtig neues Spiel wäre? Mhm. Also ich glaube, das Beste an dem Spiel für damalige Zeit, wenn man Gold und Silber so, also weil es ja die Spezialedition ist, dass die Pokémon sich bewegt haben. Ja, stimmt. Also das fand ich eigentlich richtig cool und ich fand es richtig scheiße, dass das in Smaragd und in Rubin wieder weg war. Deutscher Text. Oder nicht. Oder? Naja, natürlich. Sonst hätte ich schon was gegen da gesagt. Da habe ich das damals echt scheiße gefunden. Da stand vorhin deutscher Text, aber da unten stand jetzt German Testing Team, also... Tja. Muss man nicht verstehen. Ja, aber jetzt mal, also erstmal schon mal eine Frage. Findest du, Kristall lohnt sich? Also hätte sich gelohnt, wenn man Gold oder Silber hätte? Ich würde persönlich sagen eher nein. Nein, klar, man geht hier ein bisschen mehr auf die Texte bezüglich Suicune, Raikun, Entei ein. Aber bis sonst hat man davon nicht wirklich viel. Das ist viel. Quasi wie ein DLC, ne? Im Prinzip. Ja, könnte man sagen. Aber das waren die schon fast immer so, die Spin-Off-Dinger. Also die Special Naja, Edition. Wobei ich sagen muss, in Smaragd und in Platin hast du schon noch ordentlich mehr drin, ne? Mhm. Also, das stimmt, du musst drücken. Ne, ich warte kurz, weil wir hier den Part beenden und dann im nächsten Part sofort... Ah, das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich, dass wir noch eine Sache machen. Was denn? Das mit Celebi. Das geht geht doch hier nicht. Achso, ging ja hier nicht. Das müsste ich erst jetzt cheaten. Wir haben das ja hier in dem Punkt nicht. Ja, das weil wir nehmen ja nicht über den 3DS. Genau, weil das nicht geht, weil... Ich meine zumindest, das geht nicht. Wenn bist du einfach zu unfähig und weißt es nicht. Nee, also normale DS-Spiele kann man darüber nicht aufnehmen. Wegen dem DS-Mode. Und ich meine, die Virtual Console-Spiele, die laufen auch irgendwie darüber. Ja gut, aber abgesehen jetzt von Kristall, also wie gesagt, ich finde Kristall ist die schwächste Spezialedition meiner Meinung nach. Wie findest du die zweite Generation an sich? Also alleine schon die Levelkurve hat man gesehen, die war wirklich ein bisschen verstörend. Also blöd gesetzt. Ja, wir haben zwar... Auch wenig Trainer, finde ich. Und vor allem auf Level 40. Wir waren alle so wirklich knapp Level 40. Wir haben die Liga durchgemacht. Ja, na gut, das liegt natürlich auch ein bisschen an den passenden Pokémon. Psyana, X-Bad und ganz Imperator, ehrlich, ne? In Kanto, also Generation 1. Ja gut, ich gebe zu, als ich jetzt da bei meinem eigenen Spielstand war, ich glaube, ich habe die auch das erste Mal durchgemacht. Ich hatte nur Probleme ein bisschen hier bei dieser Melanie wegen Nachtara. Das hat richtig reingehauen, aber der Rest, der war eigentlich klar, ziemlich wir wissen, wir können noch nach Kanto, dort gegen die Arenenleiter, dann nochmal die Liga. Das ist aber Liga. Auch einfach, weil man kennt die ja schon, man weiß ja, was die für Pokémon naja. haben. Nur Rot, der wird, glaube ich, ein bisschen härter. Der wird wirklich härter, ja. Da müssen wir auch wirklich auf 100 sein. Und dann müssen wir auch andere Pokémon nehmen, als die, die uns vorgeschlagen wurden. Ich sage mal so, ganz ehrlich, weil wir ja dann in Kanto sind, wenn euch noch irgendein Pokémon aus Kanto einfällt, was wir ins Team nehmen sollten, was vielleicht auch ein bisschen besser ist, schreibt es doch in die Kommentare, weil ich denke, da können wir auch so ein Team haben. Das ja, ich meine, Kanto soll Kanto bleiben, wir spielen, ist die Generation 2. Ja, aber ich sage jetzt mal so ein oder zwei Kanto-Pokémon können wir mit ins Team nehmen. Ja, dann fangen wir uns morgen an. Wir können auch versuchen, Blubella mit reinzunehmen. Dass wir das stimmt, das ist ja auch ein Johto. Genau, aber dafür müssen wir natürlich erstmal Duflo haben und einen Blattstein. Nee, Blattstein war ja Ding, Sonnenstein. Sonnenstein. Und dafür müssen wir das Käferturnier gewinnen. Ja. Toll. Gut, dann oder weißt du nee, was du tun hast. Ja, doch. Ich werde das offscreen irgendwie hinkriegen. Gut, oder das. Bin mal gespannt. Also dann, bye bye.